Heute probiere ich Pomme Pressure oder heißt es Pomme Pressure von Altje. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es wieder was von Altje und zwar ungewöhnlich in einer Flasche. Normalerweise sind Altje Biere eigentlich immer in Dosen. Das ist mal in der Flasche. Ja, Pomme. Ich würde sagen, es heißt Pomme Pressure, also französisch ausgesprochen, weil es besser passen würde. Ich weiß nicht. Oder heißt es vielleicht auch Pomme Pressure? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das ein Black Barley Wine. Und zwar im Fass gereift. Und zwar in einem Calvados-Fass. Calvados ist ja ein Apfelbrand. Apfelbrand, ne? Würde ich sagen, oder? Apfelbrand oder ist es Apfelwein? Ne, ist ein Apfelbrand, glaube ich. Und darin ist es gereift. Sie hatten schon mal ein ähnliches Bier gemacht, das wohl mit Birnen irgendwas nachgereift war. Das ist dann der Nachfolger von dem 2015 gebrauten. Das ist extrem klein drauf geschrieben hier. Ich habe das eben mal vergrößert im Handy. Die Inhaltsstoffe sind Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Ja, genau. Und wie gesagt, in einem Fass nachgereift. Das Bier hat läppische 14,8 Volumenprozent Alkohol. Deswegen, so ein kleines Fläschchen ist schon wirklich ausreichend. Ja, leider ist das Video vielleicht nicht ganz so von Interesse von euch, weil zumindest im Audi-Shop gibt es das nicht mehr. Vielleicht gibt es noch in irgendwelchen Läden, in irgendwelchen Craft-Beer-Shops zu bestellen. Das Bier ist von letztem Jahr und noch ein gutes Jahr haltbar. Vielleicht gibt es noch in einem Craft-Beer-Laden. Bei Audi selbst ist es ausverkauft. Ja, wie immer, interessante, schöne Bildchen, ja, von dem Herrn, nee, welches der die Stories macht, wie der heißt, der das, die Bilder macht, habe ich vergessen gerade. Liefere ich nochmal nach. Zack. Ein Barley Wine. Ein Black Barley Wine. Ja, Black. Sehr, sehr schwarz, sehr, sehr dunkel. Es ist sehr, sehr dunkelbraun. Ist es vielleicht, nee, doch, sehr, sehr dunkelbraun. Ich würde sagen, wenn es nicht so dunkel wäre, dass es aber auch noch ein bisschen trüb ist, kann man schlicht erkennen. Na, wobei, wenig Schaum, wie es häufiger ist bei fast gereiften Bieren. Ja, bin gespannt. Ja, bildet mir sofort ein bisschen Apfel ein in der Nase. Sehr schwer und kräftig, also 14,8 Volumenprozent, das wird schon auch oder spüren, denke ich. In der Nase spüre ich es auch, dass es alkoholischer ist als normale Biere. Schwer, süß, fast schon so pappig süß. Und eben drunter so ein bisschen Apfel. Erinnert mich fast so ein bisschen an Bratapfel. Weihnachtlich. Schöner Geruch. Da kann man wieder was länger dran riechen. Ja, und das ist ja auch, was Bier ausmacht. Es ist ja eben beim Bier nicht so. Klar kann man Bier auch saufen, wenn man das möchte, aber darum geht es mir ja nicht. Mir geht es ja um den Genuss von Bier. Und da ist sowas hier sicherlich was, an dem man sich mal. Ja, das steht bis dahin. Lies ein Buch oder guck einen schönen Film oder hört Musik oder irgendwas. Und dann stellt man es hin, riecht mal dran, nippt mal dran, stellt es wieder weg. So wie man schon das mit Whisky machen oder auch ich schon mal mit Whisky mache. Das nicht zum Wegschütten, sondern zum Genießen. Es kommt so ein bisschen eine Marzipan-Note daher. Ja, die war ganz kurz nur da. Das hat wirklich was von Bratapfel. Super schön. Ich habe mittlerweile Barley Wine als ein Getränk für mich entdeckt, was wirklich, was ich sehr, sehr gern mag. Ich hatte in meinem Urlaub ein paar Barley Wines, weil man die in Niederlanden besser bekommt, weil die ja fast normal sind in einem normalen Barley. Und entsprechend, das ist ein tolles Getränk einfach, super. Das ist wirklich was zum Genießen und ganz in Ruhe. Ja, dennoch, das Video
Boah, das ist ewig werden. Sag mal Prost. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Calvados selbst getrunken. Ich weiß gar nicht, ob es das lohnt. Ich weiß nicht, ob das ein Getränk ist, das mir schmecken würde. Aber einen Apfel habe ich definitiv auch im Geschmack. Es kommt sehr schwer, ölig, süß daher. Und dann auf einmal so eine Bitterheit an den Seiten. So richtig starke Bitterheit. Sehr interessant, sehr schön. Die Gerüche verändern sich immer wieder mal so zwischendurch. Da haben wir da jetzt gerade so eine Marzipannote gehabt. Dann ist eher wieder ein bisschen Apfel dabei. Schön. So schwere, ölige, ein schönes Mundgefühl. Dann das Süß und Apfel und dann diese bitteren Seiten. Und im Nachtrunk bleibt es auch noch lange am Geschmack. Lange da, also danach was anderes zu trinken, macht keinen Sinn. Ach, super, genial. Also sowas ist echt schön. Kennt ihr Barley Wine? Schreibt mal was auf, was ihr an Barley Wines schon hattet und was ihr da toll fandet. Welche ihr toll fandet. Ob ihr es überhaupt mögt oder ob sie euch zu stark sind. Hm? Tolles Zeugs. Geschmack noch so ein bisschen Marzipan. Auf jeden Fall reicht die Größe auf jeden Fall aus für einen schönen Genuss. Ja, guck mal nach. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Shop noch, in dem es verfügbar ist. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein tolles Getränk. Gefällt mir sehr gut. Das sage ich nur, nicht nur, weil ich Oatly sehr gerne mag, sondern weil es einfach, es ist echt lecker. Ja, wie gesagt, schreibt mal rein, ob ihr schon Barley Wine hattet und was ihr da besonders mochtet. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo und dann Prost. Das trinke ich jetzt noch in Ruhe aus.